Hallo YouTube und willkommen, Freunde der technoapokalyptischen Zukunft, zu einem neuen Tessan gespielt. Leute, habt ihr mal wieder Bock auf einen Companion-Shooter? Dann habe ich nämlich genau das Richtige für euch. Denn am 21. bis 25. Juli öffnet Züngt die Tore zu einem Spieltest. Das Spiel soll 2022 erscheinen, entwickelt wird es von Next Studios, gepublished wird es von Level Infinite und ist ein Cyberpunk Online-Koop, Multiplayer, PvE, PvP-Shooter. Wow. Worum geht's hier denn genau? Wir sind einer der letzten Überlebenden auf der Erde mit einem implantierten Nanochip. Und genau hier liegt das Problem. Dieser Nanochip kann durch einen Virus uns in eine willenlose, technohybride Kreatur verwandeln. Und um diesem Schicksal zu entgehen, wollen wir von der Erde flüchten und dabei treffen wir auf andere Überlebende, mit denen wir zusammen ein Team bilden, um gegen diese Kreaturen im PvE zu kämpfen oder gegen andere Teams im PvP anzutreten, die uns diesen Abflug oder auch Flucht von der Erde verwehren wollen. Das Besondere an dem Spiel ist das Begleitersystem, denn ihr könnt durch Einsatz von Nanos bestimmte Begleiter erzeugen, die euch im Kampf unterstützen. Und da gibt es verschiedene Arten und Klassen. Die unterstützen dann euer Team. Und ihr werdet natürlich dadurch dann halt auch stärker. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Are we on the air? Yes? Okay, if you're still watching this broadcast, we've lost all contact with our London office. Millions as world governments fail to... Shinar Industries is being blamed by many for what experts are calling the collapse. Creatures known as nanos are swarming the streets and should be considered extremely dangerous. There are reports of a deadly nano surge that has begun to spread uncontrollably throughout the region and across the globe. Often called a miracle resource. I think it's safe to say that Nerva Shinar has begun a global evacuation to the Ark 1, their private station orbiting the planet. On a 30-foot wall around Shinar's Washington State properties, designating a 500-square-mile exclusion. Meanwhile, many have reported unsettling silence as entire districts stand almost completely shutting down and communication lines collapsing. This may be the end of civilization as we know it. This will be our last broadcast. Goodbye. Good luck. And God help us all. Be still, wayward souls, for I have come to deliver you from fear, from agony. I have come to grant you forgiveness with flash and fury and cleansing flame. Uriel, Russia at your back. I'll bring you back to life in no time, my brother. Ja, also erstmal ganz vorneweg.
Das Spiel gibt es nur in Englisch momentan. Deutsche Lokalisation kommt vielleicht noch später. Und wir fangen jetzt erstmal an, hier uns zurechtzufinden. Wir sind ja irgendwo unter irgendeiner Brücke. Also grafisch sieht das ja schon mal ziemlich klasse aus. Auch der Charakter sieht irgendwie cool aus. Gefällt mir. So, follow the path. Wir haben eine Schrotflinte, so wie es aussieht. Ja. Road to Heaven. Erinnert mich so ein bisschen... Oh, was ist das? Ah, das sind diese komischen hybriden Kreaturen. Ja, gut. Es sieht schon gut aus, ne? Muss man sagen. Also es soll ja... Die Maps, es sollen ja Maps sein. Also es sollen ja Maps sein, kein Open World, aber die Maps sollen so weitläufig sein, dass es fast wie Open World wirkt halt. Da müssen wir nochmal schauen halt. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Oh, gibt es hier noch irgendwas zu looten? Gibt es Inventar? Inventar muss es ja auch geben. Der Rucksack sieht irgendwie cool aus. Hinten irgendwie so eine Helix drin. Let's see what's in here. Ah, gucken wir doch mal nach. Ja, das Tutorial. Okay, E halten und drücken. Safe House Door. Irgendwie ein Labor oder sowas, ne? Sieht aus, gefällt mir. Hier geht's nicht weiter. Eine Weste. Irgendwo muss es ja möglich sein, unser Inventar zu sehen. Medkit. Okay, 4 ist Heilung. Aha. Oh, jetzt haben wir natürlich eine Heilung reingedrückt. 3 ist eine Pistole. 1 ist Schrotflinte. 2 gibt's nicht. 3. 4 ist Heilung. Oh. Okay, C ist ducken, so wie es aussieht. Defeat den Prime Rusher. Don't fret, Rusher. Salvation awaits your soul. Okay, erstmal die Kiste. Ja, die Schrotflinte bringt aber gar nichts. Oh. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Dann laufen wir mal hier hinter. Okay, wenn man auf den Kopf schießt. Dann scheint er schon enorm viel Schaden zu kriegen. Und jetzt kann ich mit Q halten. Oh. Okay. Back to the mortal coil, Uriel. I know your spirit's willing, old friend. Now let's put your new body to the test. Strike true with righteous fury. Let his might guide your hand. Das ist also quasi so eine Art Tank, oder wie kann man das verstehen? Ich denke mal schon, ja. Also schon cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Also mit Q kann man ja dann hier diesen Befehl ausführen. Dann hat man hier so ein Vieh. Callback mit X. Only lunatics and runners are crazy enough to sink nanos. Which are you? Just a humble shepherd, that's all.
Well, you tend to mean Flock. Headed towards Haven? Surely am. And who are you speaking through a scarab? Come to guide me? Just to advise you to shake a leg, Shepard. Lots of nano activity around Haven. I'd hate to see you stuck outside. Okay, gut. Wir sollen jetzt diesem Kleinen hier folgen. Und den wir jetzt da eingefangen haben, das ist ein Crusher. Wird so eine Art Tank sein, nehme ich mal an. Hier gibt es da Munition. Also viel interagieren mit der Umwelt kann man hier nicht. Momentan jedenfalls nicht. Scheint hier noch das Tutorial zu sein. Ist aber schon interessant. Sorry, Shepard. The path is blocked off. No way through. Seems I have to find my own path. Okay. Wir sollen jetzt einen Weg in das Camp finden. Ja, gute Frage. There must be a way past this fence. Hier. Be afraid, for I do not bear my sword. Oh, haben wir eine Machete. Kann man immer gebrauchen in so apokalyptischen Zeiten. Und wir sollen jetzt springen. Oder klettern. EC ist Crouch. Base ist natürlich dann drüber rollen. The surge lies thicker here. That's how you know you're really in nano territory. Then I'll be sure to step lightly. F ist Midi, okay. Da sind wieder diese komischen, willenlosen, hybriden Kreaturen. Ursprünglich mal Menschen gewesen. Okay, irgendwie ist gerade mein Bildschirm zersprungen. Also die Bewegungen, muss ich schon sagen, sind wow. Don't worry about that. Uriel and I, we are as one. Auweia. Kommando. Da kommt der Garde. Und der macht jetzt Guard. Hey, der ruft dir jetzt alles? Okay. Attacking. Ah, es erinnert mich so ein bisschen an There Are Billions. Jedenfalls vor der Masse her. Also die Kreatur ist wirklich einfach zu steuern. Man hat jetzt nicht große Menüs halt, wie ihr seht. Man einfach nur die Q-Taste drücken. Kann man den zünden? Was haben wir jetzt? Irgendwo haben wir ihn jetzt aufgewertet oder was ist mit dem jetzt los? Irgendwas haben wir gemacht mit dem. Okay, das habe ich jetzt noch nicht verstanden, aber kriegen wir auch noch raus. Ich weiß auch nicht, warum diese ganze Welt hier mit so einem komischen Zeug hier belegt ist. Ja, das Spiel erinnert mich so eine Mischung aus drei verschiedenen, so State of Decay, hat zwar nichts mit Zombies zu tun, aber sind ja auch so eine Art willenlosen Kreaturen. Dann haben wir hier noch ein bisschen The exclusion zone. We call it the Meridian. Splits our little world in two between out here and in there. I hear there's hell in there. Nah, hell's out here. Hope. That's what lies within the Meridian. And that's much worse. Hope is worse than hell? Sure. You can accept hell, resign yourself, get used to it. Unless you have hope. Ja, also State of Decay 2 erinnert mich so ein bisschen. Dann haben wir Days Gone. Und Dysterra ein bisschen. Das weiß ich, kann mir nicht helfen, aber es ist so vom Grafikstil her sehr ähnlich.
Also scheint hier auch eine Story zu geben, eine ganz interessante. Was ich halt cool finde, ist halt, dass man das mit den Leuten zusammenspielen kann. Also mit Teams, im Koop oder im PvE. Und natürlich auch PvP. Also zusammenspielen. Hier haben wir noch Heilung, Medkit. Okay, was sollen wir jetzt machen? Die Nanos. Okay, irgendwie hat er gerade... Ich schicke ihn mal da runter. Ach, der springt da auch runter, nice. Cool. Mal schön von hinten hier. Irgendwas rausgefallen aus dem Zünd. Ja, irgendwie kämpft der da gerade. Der ist ganz schön stark hier. Ah, schön auf die Kristalle schießen. Also die Gegner, die Bossgegner haben scheinbar auch verschiedene Zonen. Mal gucken, jetzt zünden wir uns mit irgendwas anderem. Was ist jetzt für einer? War den Crusher oder was haben wir jetzt? Hold to sync. Jetzt muss ich ihn wieder synken. Warum auch immer. Ach, ich heile ihn damit, oder? Oh, gut. Scheint ja hier noch das Tutorial zu sein. Mighty wreck. This your work? Word was the drones pulled Nova out of the Meridian. I wasn't sending my Nova inside the wall without proving it. That is simple. And I reaps what they sow. Turn their backs on the world to chase a false heaven. Don't kid yourself. We get wanderers from all over seeking their fortune in the zone. And we're all chasing salvation out here. You're just the newest pilgrim on the path. I'm already saved. But, well... I've got my penance to pay. Okay, also der führt uns. So eine Tourguide. Crouch the Fallen Tree. Das machen wir natürlich. Würde mich mal interessieren. Irgendwie was. Ich weiß nicht, was das hier ist. Dieses. Radia Residue. Unstable surge energy, volatile as hell. I don't allow it inside Haven, but out there. Well, let's just say that if you offer Radia to the Meridian will give you something in return. Okay, scheint irgendwie nicht so gut zu sein, dass das rosa Zeug. 700 von 200. Also ich mache ihn mit diesem Sync stärker, so wie es aussieht. Ich pump mal alles in ihm rein. So. WP Prime killed. Ahnung. Wir machen erstmal weiter. Einmal noch bestimmt feststellen, warum man den immer sinken muss. What's that up ahead? We call it an exchange. Shinar Tech? Used to be. It's been twisted by the Meridian. Twisted? We're not really sure how it works, but we know that if you feed it Radia, it'll grant you special abilities for a time. An offering in exchange for a blessing. Sounds like an altar to me. The Meridian demands sacrifices from us all. Aha, man kann jetzt hier sogenannte Mods benutzen und deswegen, jetzt weiß man auch, wozu diese rosafarbenen Sachen sind hier. Das sind nämlich so Punkte oder eine Art... Cash-System, womit man dann hier ein paar Fähigkeiten kaufen kann. Also wir können jetzt endlich sagen, Overload, da können wir unseren Crusher neue Attacken-Kombos freischalten, aber er wird halt verwundbarer. Oder wir haben hier so eine Art Band, das sind irgendwelche Explosives, also explosive Sachen werden von den Gegnern gedroppt, wenn man sie mit Headshots tötet. Oder man sagt Incendiary Rounds, das heißt, man kann
explosive Sachen auf die Gegner setzen, wenn man es auf sie schießt halt eben. Ist natürlich jetzt die Frage. Ich schalte mal hier den Crusher frei, Select. So, Overlord. Und dann hat er Level 1 jetzt bekommen. Overlord Level 1. Also man kann das ihn auch noch leveln, so wie es aussieht. Jetzt Suspend sage. Max Health Boost. Okay, also das erhöht die maximale Gesundheit um 15%. Oder Melee Attacks von unserem Crusher auf Gegner erzeugen Feuer. Oder er haut mit Feuer zu. Aussieht. Und die Gegner explodieren, wenn sie sterben. Okay. Ja. So, habe ich nur noch 75. 250. Geht natürlich jetzt nicht mehr. Auch erst wieder so ein rosanes Zeug. Also interessantes System schon hier. Vor allen Dingen, weil das ja dann auch im Multiplayer nachher wichtig wird. Da kann man bestimmt seine Companions, seine Begleiter auch noch leveln und auch noch selber Waffen upgraden und Ausrüstung upgraden halt. Also es scheint schon wirklich spannend zu werden. They keep you safe. Call me a heathen, but I put my faith in steel and stone. Praise the Lord, for he strengthens the bars of your gates. Homestretch, Haven's just on the other side of that tunnel. People of Haven, I'm here if you'll have me. Bad news, holy man. You've got a hell of a swarm closing in on you. Then open the gates. I'm trying, but these doors, they're always a little tricky. So the Lord tests us. You say a little prayer for me. Okay, das wird jetzt interessant werden für uns. Oh, hier ist ein Digger. Oh nein. Ich muss flüchten. Nein, hier hin. Haben falsch, aus Versehen falsch geschickt. Weak Points. Oh. So, survive the Nano Swarm. Okay, rüber. In Bewegung bleiben. Aber man muss seinen Begleiter halt wirklich einsetzen. Oha. Da war der Arm noch drin. A shelter for the wretched and the wanting. The Lord's work is being done here. You did well out there. You'll need to speak with Caraway. She's waiting just inside. Listen, I'm not much for faith myself, but well, I'm glad you're here. Got an air of hope about you. Blessed be, brother. I can't speak for the divine, holy man, but I'd say you passed your test with flying colors. Glad to hear that. I'm at peace with my God, but I suspect it's not his word that got your button working. Call me Caraway. Abel. It's a heavy weight, no? Deciding who gets saved. Listen, Abel. We get all sorts out here banging on our gates for all sorts of reasons. We've got no time for the frail and the foolish. Anyone wants in, they gotta be a fighter. And you are a fighter. Like I said, I'm just a shepherd.
and I'm seeking a new pasture. The Meridian. You've got conviction, no denying that. Here's your pack, runner. Welcome to Haven. Holy man. Während der ganzen Wartezeit habe ich mal ein wenig rumprobiert und rumgetestet und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Über das Tab erreicht ihr das Nanoband und das ist quasi euer allgemeines, universelles Tool, wo ihr überall drauf zugreifen könnt. Sieht sehr einfach aus, ist es auch. Und ja, könnt ihr dann zum Beispiel euer Loadout ändern. Das sind dann eure Bonis, die man hier einstellen kann. Diese sogenannten Chips. Dann haben wir hier die Waffen, die man hier nutzen kann. Also entweder die Standardwaffe oder die Pistole oder eben halt die Nahkampfwaffe. Ja, und hier unten haben wir dann noch die Charakterauswahl. Die finde ich halt sehr interessant. Denn jeder Charakter, den ihr hier spielt, hat einen anderen Nano. Der Crusher, der Bruder Abel, so heißt er, der hat den Crusher als Nano. Together we stand strong. Glory hat den Seher. Das ist so eine Art wahrscheinlich Fernkämpfer, habe ich noch nie gespielt. Dr. Stone hat den Guardian, das ist ein Tank. Und ihr könnt dann noch die Carolina Arana spielen. Und die hat einen Damage Dealer, das ist der Suppressor. Hört so aus. Also ich spiele auf jeden Fall diesen Bruder Abel. Ich komme mit dem Crusher relativ gut klar. Eine Art, ja, wie sagt man, Off-Tank. Gut, bei der Waffenauswahl, da müssen wir mal gleich schauen. Bevor wir das aber machen, möchte ich erstmal die Operation starten, denn es gibt hier immer so eine gewisse Wartezeit. Steigen wir doch mal. Keep it tight, get the Nerva and get out. Ja, ein. Dann steigen wir mal ein hier. Nerva Run startet 5 in 5, maximal 5.09. Und währenddessen kann ich euch hier so ein bisschen die Auswahl der Waffen zeigen. Momentan kann man halt alle Skins, alle Waffen wählen, da es ja eine Testversion ist, kann man sagen. Und da kann man sich halt mal die ganzen Sachen anschauen. Ja, also ich bin der Meinung, dass dieses Handling halt die Präzision ist, würde ich mal so sagen. Und ich brauche halt eine Waffe, die halt eine sehr hohe Präzision hat. Die sollte aber auch vom Schaden relativ gut sein. Und da habe ich jetzt öfter schon Spieler rumlaufen sehen mit einer ganz bestimmten Waffe. Mal gucken, ob ich die jetzt finde. Ich weiß nicht, ob die gut ist oder ob das einfach nur eine Standardwaffe ist halt. Es gibt die ja in verschiedenen Graden, also Qualitätsgraden, ne? Also weiß, blau, ich weiß nicht, grün habe ich noch nicht gesehen. Das war es nicht. Shotguns, MMGs, waren das vielleicht eine LMG? Machine Gun nicht, also Assault Rifle muss das sein. Mal schauen, die war. Könnte das gewesen sein hier, die Desert CQ4. Es gibt also Unmassen an Waffen, das kann ich euch sagen, mit verschiedenen Skins, wie ihr seht. Die Venom halt, die sieht auch ganz gut aus. Oh, 10 Sekunden geht's los. Was wähle ich denn? Dann wähle ich mal die, ja, die Wrench VK3M. Ist jetzt meine Standardwaffe. Gut. Wir müssen jetzt also das Team auswählen. Startpunkt ist da. Hier sind wir zu dritt. Sah das gerade aus, ob wir zu dritt sind? Right on, Runner. The Meridian awaits. Okay. Nur mal schauen, ob wir nur zwei oder drei sind. Es sah gerade aus, ob wir zu dritt sind. Aber es kann passieren, dass wir jetzt auch nur zu zweit unterwegs sind und dann auch gegen andere Teams antreten. Meistens sind das drei Teams. Okay, also wir sind zu zweit. Der hat die Venom genommen, wie ihr seht. Und ich habe die VK3 genommen. Mal gucken. Also das Waffenhandling ist ja auch sehr entscheidend, ob ihr nun trifft oder nicht. Denn viele Waffen haben auch noch einen ziemlich großen Bereich, die dann halt spreaden. Im Grunde genommen müssen wir jetzt hier
cleanse this cursed land. Dieses rosane Zeug ernten, damit kriegen wir, das ist dann unser Cash, mit dem wir auch wieder kaufen können, wie zum Beispiel Sachen wie Panzerwesten, also Armor, Munition und so weiter. Warchip, ja super. Nochmal weiter gucken. Erstmal alles einsammeln hier. Was geht? Hier ist ein Medkit, das nehmen wir mit. Reloading. Harvester kommen. Wir haben jetzt 374 Schuss. Oh, das ist schon mal ganz gut. Und wir müssen hier halt natürlich einmal gegen die Nanos kämpfen, die auch dieses sogenannte Nerva droppen und natürlich auch gegen andere Teams, die halt versuchen, die Punkte zu besetzen. Eigentlich relativ einfaches Spielprinzip, aber man muss erstmal so ein bisschen das ganze Spiel verstehen, weil es gar nicht so einfach ist. Hier zum Beispiel, das ist ganz wichtig, Einkauf. So, damit haben wir unseren Crusher. Und hier müssen wir, so wie es aussieht, Firepower, Last Rounds, Revenge. Paint, okay. Oh, hier scheint irgendjemand zu sein. Was? Von wo hat er? Ihr habt den ja nicht mal gesehen. Okay, we're clocking the harvester's landing zone. I'm sending it to you. Reloading. Von wo? So, den schnell erstmal zerlegen. You're free now. I release you. Reloading. To a better place. To a better place. I release. Okay, haben wir sie auch. Dann kann ich mich auch immer heilen. Aber war eine knappe Geschichte. Brauche auf jeden Fall ein Medkit und einen Armor. Also diese Waffe ist hier auf jeden Fall gut, muss man sagen. Die gefällt mir schon eher, die hat ein gutes Handling. The Lord guides me there. I will follow. Never you mind. Wo bleibt er denn? Gott sei Dank hatten sie den anderen ins Visier genommen und nicht mich, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst tot gewesen. Ich habe aber auch keinen Airdrop, like manna from heaven. Harvester coming down. For your safety. Hier ist auch nichts irgendwie. Da ist eine Armor, nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Connecting to the harvester. I'm connected to the harvester. So, jetzt müssen wir erstmal hier das Ganze hier verteidigen. Das wird schon schwierig genug. Reloading.
Da von hinten, ich habe sie gerade gesehen, da kommen sie. Reloading. You can't hack the harvester until you clear out the other teams. Den hat's erledigt. You're free now. Okay, Scott ist irgendwie auch erledigt. To a better place. Rest free now. Ah, wir haben noch German Lucifer's Team. I shall baptize you with fire. Okay, da sind sie auch noch mal gekommen. Also irgendwie versucht er gerade wegzulaufen hinter von dem... Okay, der Crusher hat das jetzt gemacht. Oh, das ist aber knapp jetzt. Hat irgendeiner noch eine Granate geworfen? Hier liegt... Ah, fuck. Wo kommst denn das denn jetzt her? Da ist noch einer. Okay, haben wir geschafft. Huha. Aber die anderen... Ah, ne, wir haben 535 jetzt, das haben wir bekommen. Und eine knappe Geschichte. Spannendes Ding hier. Auf jeden Fall gehört das uns jetzt. Jetzt geht's weiter. Wir sind also nicht gestorben oder sowas, sondern das bedeutet nur, dass wir den Punkt erobert haben. Und wir sozusagen wieder nur Zweiter sind. Reloading. My time is not yet nigh. Ja, Medkit. Nimm das Medkit. Nimm da nicht, dann nehme ich's mit, das Medkit. Schade, ich dachte eigentlich, er will das. Ich teile das ja mit ihm gerne. Wir müssen uns da ein bisschen ranhalten, weil die anderen haben schon wieder 608 Punkte. Protect this brand. Reloading. Be steadfast. Move. Hold this position. Da hinten kämpft noch einer. Weiß nicht. So. Come on, then. Sorry, mate. Der hat ihn jetzt immer noch angegriffen. So, okay. Nerva, that's what we're all here for, one way or another. Bring it back to Haven and I'll make it worth your while. So.
Wir müssen zu dem Punkt. Reloading. So, den. I release you. You're free now. Okay, den hat er kaputt gemacht. Wie auch immer. Munition sammeln. Das war nur ein Einzelner, glaube ich. Come along now. There's a good lad. Wir haben 698 Punkte. Wir müssen uns da ein bisschen ranhalten. Der nächste Harvester müsste eigentlich da oben sein. Gucken, was das ist. Macht er hier auf. Der jetzt hoch. Aha. Was ist denn das? Und eine Armor. Hier nehmen wir den auch noch. Reloading. Ah, das ist eine komische Waffe hier. Ja, nee, die gefällt mir aber nicht so, muss ich sagen. Das ist so eine. Moment, ich weiß jetzt, wie es hier funktioniert. Hier oben lang geht's. Uriel, to my side. Hier geht's auf jeden Fall gleich gut zur Sache, denn wir müssen hier oben hin. Die haben 800. Preparing for routine resource extraction. For your safety, please stand clear. Schnell den releasen. I release you. Be a better place now. Reloading. So, B1, komm. Da ist auf jeden Fall ein Capture Point, den wir brauchen. Ich würde sagen, wir gehen auf den Capture Point. Nicht dahin. Wir sind uns scheinbar ein bisschen uneinig. Na gut, dann gehen wir erstmal dahin. Over there. That's the one. Get it.
So, die haben wir leer geschossen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt den Capture Point nicht mehr schaffen. Jetzt rennt er dahin. Okay, also es gibt so eine Misskommunikation im Team. Ne? Das werden wir wahrscheinlich irgendwie doch verlieren hier, weil wir gehen zum falschen Punkt. Reloading. Deliver. Ah, okay. Ah, ihn habe ich auch noch erwischt. Ah, ist auch erledigt, okay. There you are. Back to the fight. Au, Glück gehabt, hat er mich gerettet. Wo ist denn der hingekrochen hier, der eine? With me, Uriel. Ah, jetzt habe ich natürlich nur die Hälfte Leben. Ah, Moment, ich habe ja noch ein Medkit. So. Aber keine Munition mehr. Ah, jetzt geht's wieder. So, wir müssen. Den Capture Point haben wir auch verloren, ne? So wie es aussieht, sind die Capture Points weg und die haben jetzt 1863 Punkte, weil unser Dragon, na gut, dann gehen wir zu dem Punkt. Ich glaube, er spielt hier ein PvE und kein PvP halt, ne? Also wie ich jetzt mitbekommen habe, die Capture Points hier, das sind die ganz wichtigen. Und wir müssen eigentlich in die Zone jetzt. Und irgendwie läuft mein zweiter Typ hier komplett irgendwo anders hin. Cliff, that's the one. Get it. Over there, my boy. So, wir müssen. The Lord guides me there. I will follow. New challenges available. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwie ein Follow gibt oder so. What do you suppose we've got this way? Also, er kämpft hier, so wie es aussieht, nur gegen Einzelne, anstatt er die Punkte nimmt. This is the way. The Lord guides me there. I will follow. Ah, jetzt kommt er, okay. Oh. Go. Wow! Wo kam der an? Das ging schnell. Mit der Axt. Nahkampfangriff mit der Axt. Take a moment, reset yourself. I'll have you back in there in no time. Ah, das ging flott. Ah, das ist halt das Problem halt, ne, wenn man mit anderen Teams zusammenspielt, die man so nicht kennt. Ist halt so. Kann man nicht machen. Kann man nicht ändern. Ah, ich hatte, glaube ich, die falsche Waffe auch.
keine Ahnung, was er da macht. Eigentlich sollten wir dieses Zeug sammeln und er geht erstmal da schön und macht dort gemütlich andere Sachen. Aber es ist nett, muss ich sagen. Und immer die Kristalle. Ah, ich weiß, was er macht. Er macht, glaube ich, die Dailies und Weeklies möchte er machen. Oh, jetzt können wir nur hoffen. Weizen Sekunden noch. Da ja, waren wir ein bisschen zu langsam, ne? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Zweiter Platz. Ja. Das war's. Gut, und dann gibt es natürlich jetzt hier XP, die man halt nutzen kann, um dann wieder stärker zu werden. Also ziemlich interessantes Spiel. Kann ich nur jedem mal ans Herz legen. Hier gibt es dann auch immer noch was. Never Collected, so sieht's aus. Ja, Freunde. Sollte nicht sein. Der Sieg war uns nicht vergönnt. So ist das leider. Jo, und cool, tolles Spiel, kann ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, macht Spaß. Ist halt eben so ein klassischer Shooter mit Companions halt, ne, mit Begleitern. In dem Sinne. Wir sehen uns im nächsten Gameplay angespielt oder in der nächsten Guide. Vielleicht sogar im Stream. Vielleicht sehen wir uns im Stream oder im eigenen Team. Bis dann.